Hallo ihr Lieben, willkommen in der Genius Rezeptwelt. Heute machen wir einen leckeren Dip, und zwar einen aufgeschlagenen Feta-Dip mit Honig und Kräutern. Und wie einfach das geht, das zeige ich euch jetzt. Für den Feta-Dip brauchen wir folgende Zutaten: Feta-Käse, Olivenöl, Ricotta, Zitronenabrieb, Honig, Rosmarin, Thymian und Pfeffer. Als erstes geben wir den Feta-Käse in den Foodprozessor. Dazu kommt das Olivenöl und der Ricotta. Kurz durchmixen. Hinzu geben wir den Zitronenabrieb, den Honig, den Rosmarin, Thymian und etwas Pfeffer. Deckel zu und nochmal durchmixen. Und dann geben wir die Creme in eine Schüssel. Zum Schluss garnieren wir sie mit etwas Olivenöl und frischem Rosmarin. Und fertig ist der leckere Feta-Dip. Ich serviere diesen gerne zu Fleisch, zum Grillen oder einfach mit Crackern und Baguette. Viel Spaß beim Nachmachen, eure Rebecca.